Hey, hey, Dennis Bohr hier. Ja, herzlich willkommen zur Bitcoin Informant Show Nummer 8, heute am 11. Januar 2017. Und heute wieder zwei spannende Themen für euch mitgebracht. Also, beginnen wir wieder mit dem Preis, der Bitcoin-Preis. Heute steht er jetzt gerade bei 910 Dollar, also hat sich nicht viel getan seit gestern. Aber ich habe heute wirklich zwei spannende Themen für euch mitgebracht und ich würde sagen, wir steigen direkt ein, gehen direkt hier auf den Screen. Ja, und das erste Thema ist hier ein Artikel von Watson.ch mit der Überschrift, die Schweiz hat die Chance, weltweit führend in der Blockchain zu werden. Ja. Programmierer, Jungunternehmer und Forscher arbeiten an einer Blockchain 2.0, die mehr Funktionen bietet und die Schwächen der digitalen Währung Bitcoin ausmerzen soll. Ihre Anwendungsmöglichkeiten gehen weit über ein Zahlungssystem hinaus. Ja, und wer sich ein bisschen in der Szene auskennt, der weiß ja, zahlreiche Startups arbeiten in der Schweiz an der Blockchain-Technologie und die Schweiz ist wirklich in diesem Thema schon relativ weit und hat einfach die Chance ergriffen, hier weltweit in Führung zu gehen, sagt Daniel Gasteiger, Mitgründer des Startups Nexus Squared. Ja. Im sogenannten Crypto Valley in Zug, ja, wo über 20 Startups angesiedelt sind, seien schon wertvolle Erfahrungen gesammelt worden. So akzeptiert die Stadt beispielsweise auch Bitcoin als Zahlungsmittel. Also kannst dort deine Steuern, soweit ich weiß, ja, in Bitcoin bezahlen. Ja. Zug ist aber auch unter anderem der Sitz der Ethereum Foundation. Ja. Vitali Bukerin, wie er heißt, ja, der Gründer, der ist auch dort. Ja, und in Zürich tun sich Jungfirmen rund um das Thema Bitcoin zusammen. Also sehr, sehr spannende Entwicklung in der Schweiz. Ja. Und ich lese noch mal ein bisschen weiter. Mit der Blockchain verbindet Gasteiger die gleichen Werte wie mit der Schweiz. Ja? Sicherheit, Neutralität, Stabilität, Demokratie und Datenschutz. Ja? Und du weißt es ja, indem die Blockchain-Transaktion direkt zwischen Personen ohne einen Mittelsmann erlaube, ermächtige sie Individuen, so wie es das politische System oder in der Schweiz auch tue. Ja? Und er sagt, die Schweiz bringe zudem wichtige Voraussetzungen mit, um der Technologie einen Schub zu verleihen. Denn ein Netzwerk an Blockchain-Unternehmen und hervorragenden Hochschulen forschen ebenfalls an der Blockchain. Und er sagt, die Förderung wird dem Land umgekehrt zugutekommen, denn nicht nur die Schweizer Finanzindustrie, sondern auch andere wichtige Branchen wie die Pharma- und Uhrenindustrie könnten davon profitieren. Also ich habe schon einiges über die Schweiz gelesen, auch in dem Zusammenhang. Sehr, sehr spannende Entwicklung. Ich glaube, dass die Schweiz wirklich hier weltweit die Chance hat, eine führende Rolle einzunehmen, sollten wir weiter beobachten. Aber kommen wir zum Hauptthema heute. Ist ein bisschen länger, weil gestern haben wir ganz kurz darüber gesprochen, nämlich das Thema Bitcoin versus Gold. Ja, welches ist das bessere Zahlungsmittel, denn wenn man sich anguckt, so auf den ersten Blick haben Gold und Bitcoin nicht viel gemeinsam, aber wenn man sie beiden mal ein bisschen unter die Lupe nimmt, erkennt man einige Gemeinsamkeiten, weswegen sich der Vergleich Gold und Bitcoin hervorragend anbietet. Und das ist ein Artikel hier aus coinwelt.de, der ist jetzt schon ein bisschen älter, aber ich denke, das ist ein sehr, sehr guter Artikel, ja. Gucken wir uns einfach mal die einzelnen Punkte an, ja, zum Thema Anonymität, Bitcoin gegen Gold, ja, beide Zahlungsmittel sind ja grundsätzlich anonym, alle Bitcoin-Transaktionen werden zwar öffentlich im Ledger der Blockchain abgespeichert, aber sie sind nicht anonym, also du kannst natürlich genau jede Transaktion nachvollziehen, aber du weißt halt nicht, welcher Mensch dahinter steckt, solange man halt keine Verbindung da herstellt, ja. Und deswegen kann man sagen, bei Bitcoin kann von einer transparenten Anonymität gesprochen werden. Gold hingegen ist komplett anonym. Ja, du kannst zum Beispiel Gold gegen Bargeld kaufen. Ich glaube, in Deutschland ist das Limit bei 15.000 Euro, wo man es anonym kaufen kann. Man hinterlässt keine Spuren. Und somit ist Gold definitiv in dem Vergleich das anonymere Zahlungsmittel. Ja. Thema Nummer 2, Transportfähigkeit. Bitcoin versus Gold. Ganz klar, ja. Da ist halt die Frage, wie viel Gold möchtest du transportieren? Werden kleinere Goldbeträge zum Beispiel du kaufst beim Händler, bringst es nach Hause, ist das kein Problem, keine Herausforderung. Aber wenn du jetzt über irgendwo in andere Länder fliegst und größere Summen mitnehmen willst, ja, da kann es am Zoll schon Schwierigkeiten geben. Und wenn es ein bisschen mehr ist, dann ist das auch wirklich schwer, wenn du mal so ein Kilo Gold in der Hand hattest, ja, ein Kilo Gold ist ungefähr so groß wie ein iPhone. Das ist schon relativ schwer und da kann man halt nicht so viel mit rumschleppen. Und bei Bitcoin, hey, da ist es ganz easy. Überall, wo du eine Internetverbindung hast, kannst du quasi auf dein Land zugreifen. Deswegen ist Bitcoin hier definitiv der Gewinner, wenn es um das Thema Transportfähigkeit geht.
Gehen wir mal in die alltägliche Nutzung. Bitcoin gegen Gold. In der täglichen Nutzung kann man nicht wirklich vom Vergleich sprechen, da der Edelmetall ist eher eine Wertanlage für ja, Krisenzeiten und wird nicht so als Zahlungsmittel genutzt. Bitcoin hingegen wird ja für Waren, Dienstleistungen, Produkte benutzt. Ja, es gibt ja sehr, sehr viele Akzeptanzstellen mittlerweile. Und sogar Firmen wie Dell, Microsoft akzeptieren Bitcoin für ihre Produkte. Ja, und aber das auch relativ beschränkt im Moment auf den nordamerikanischen Raum. Ja, Bitcoin ist so ungefähr, ich sag mal, im gesetzlichen Zahlungsmittel fast gleichgestellt, aber es eignet sich, wenn du mich fragst, auch optimal für eine Wertanlage. Einfach aus der Hinsicht, weil es begrenzt ist. Es wird maximal 21 Millionen Bitcoins geben. Also bei der alltäglichen Nutzung ist Bitcoin somit klar das bessere Zahlungsmittel. Ja, Bitcoin versus Gold in Krisenzeiten. Ja, in Krisenzeiten, ja, zeichnet sich ein anderes Bild ab. Gold gilt in Krisenzeiten als stabile Wertanlage und wird historisch seit Jahrtausenden als Währung genutzt. Das Vertrauen ist enorm und dieses Vertrauen wird wahrscheinlich auch weiter bestehen bleiben. Bitcoin hingegen, hey, das sind ein paar Jahre alt, seit 2009 auf dem Markt und das muss man sich erst erarbeiten. Und es ist halt, aber wenn du mich fragst, auf dem richtigen Weg, weil es ist eine dezentrale Geschichte und hat sehr, sehr viele Anhänger, die auch immer mehr werden. Ja, und gerade jetzt, ich denke mal, wenn es um Krisenzeiten geht, werden Leute wahrscheinlich im Moment eher auf Gold zurückgreifen, weil jetzt stell dir vor, es gibt eine wirkliche Krise, was auch immer für eine Krise das sein mag. Ja, man muss ja nur keinen Internetzugang haben und schon kann man Bitcoins nämlich nicht mehr nutzen. Und Gold lässt sich natürlich immer tauschen und wechseln und so weiter. Und definitiv ist ich sag mal, in der Krise ohne Strom, ja, Gold das bessere Zahlungsmittel, ganz klar. Aber wir werden sehen, wie sich das Internet weiterentwickelt. Bin gespannt. Also kommen wir zum Thema Lagerungskosten, Gold versus Bitcoin. Ganz klar, wer bereits Bitcoin besitzt, der weiß, man ist quasi seine eigene Bank, es genügt ein Laptop, eine Internetverbindung, ein Bitcoin-Wallet und ja, man kann schon damit handeln, Geld ausgeben, versenden und so weiter und so fort. Bei Gold ist es ein bisschen schwieriger, ja. Man kann es zu Hause lagern, was unter Umständen ein paar Risiken birgt. Man kann es in der Bank lagern, was auch Risiken birgt. Ja, es kostet Geld, wenn man es irgendwo anders lagert. Vielleicht, wenn man jetzt größere Bestände hat, braucht man einen Tresor und so weiter und so fort. Und Fakt ist, je größer das Goldvermögen ist, desto mehr muss man für die Sicherheit ausgeben. Jedoch greift das Argument auch für die Menge der Bitcoins. Denn je größer das Guthaben wird, desto eher möchte man sich vor Diebstahl und Verlust absichern. Und wer wirklich viele Bitcoins hat, ich empfehle es halt, ein Cold Storage, das heißt zum Beispiel, es gibt hier so einen USB-Stick, der nennt sich Tresor, da kann man seine Bitcoins offline speichern. Und Fakt ist, fallen für beide Sachen Kosten an, Bitcoin lokal speichern oder offline speichern. Man kann es auch ein Papier-Wallet machen, wenn man es möchte, da werde ich auch nochmal drüber sprechen. Aber Lagerungskosten, ja, hängen bei Bitcoin Gold einfach von der Menge ab und es werden zwangsläufig Kosten anfallen. Versandkosten, ja, Bitcoin gegen Gold. Sollte man Gold irgendwann mal versenden wollen, auch wenn das ja nicht so oft vorkommt, kann man das innerhalb Deutschland zum Beispiel mit DHL machen. Man hat dann 500 € Versicherungssumme, aber es ist, ich sag mal, es ist nicht optimal, Gold zu versenden einfach so, ja. Und Versenden von Bitcoins, hey, das ist easy. Ich gehe aufs Handy, zack, zack, ich gebe die Wallet-Adresse von meinem Empfänger ein und zack, das Ding ist versendet. Also Versandkosten gewinnt auf jeden Fall der Bitcoin. Ja, kommen wir zum Thema Bekanntheit und Vertrauen. Ganz klar kann man sagen, Gold hat einfach mehr Bekanntheit, ein höheres Vertrauen. Ganz klar, es wird seit Jahrtausenden von Menschen genutzt, ja. Und man darf aber nicht vergessen, dass Bitcoin einfach jetzt in diese Zeit auch reinpasst, in der wir gerade leben. Denn es ist dezentral, man kann es nicht manipulieren. Genauso wenig bei Gold ist es klar, man kann jetzt Münzen fälschen und so weiter und so fort. Aber Fakt ist, das Vertrauen ist einfach ganz klar auf der Seite von Gold zurzeit. Aber ich glaube, auch das wird sich in den nächsten Jahren ändern. So, was schreibt Coinwelt als Fazit: In Bitcoin oder in Gold investieren? In Punkten Anonymität, Nutzung in Krisenzeiten, Bekanntheit und Vertrauen gewinnt das Edelmetall Gold das Duell. In den Punkten Transportfähigkeit, Nutzung, Versand. Kosten geht Bitcoin als Sieger hervor. Mit dem Unentschieden aus den Lagerungskosten führt das zu einem Gleichstand zwischen den Zahlungsmitteln. Ja, sehr diplomatisch der Artikel. Schlussendlich sollten sich
Ja, sollte man einfach gucken, wohin die Reise geht, wie es sich in den nächsten Jahren entwickelt, denn die Bekanntheit von Bitcoin wird einfach weiter zunehmen. Am Anfang war ein Bitcoin einfach nichts wert, jetzt ist er Bitcoin bei über 900 Dollar zurzeit, ja. Und Fakt ist, die Bekanntheit wird weiter steigen, somit wird auch das Vertrauen weiter steigen und einfach diese Begrenzung von Bitcoins auf 21 Millionen, wenn man das sich global anguckt, dass es wirklich so wenige Bitcoins nur gibt, ja, das ist wirklich etwas, was mich begeistert, dass es nur in eine Richtung gehen kann langfristig, nämlich nach oben. Ja. Wer dagegen in Gold investiert, geht auf Nummer sicher, historisch betrachtet, ganz klar. Und wenn Interesse für beide Zahlungsmittel, Wertanlagen besteht, ist ein Mix aus beiden Investitionen sinnvoll. Auch das ist mein Tipp an dich. Ja. Halte in deinem Portfolio Bitcoins, halte aber auch Gold physisch. Ja. Und weißt es ja, ein guter, gesunder Mix im Portfolio ist immer der meistens der richtige Weg, wobei ich immer mehr zum Thema Bitcoin hin tendiere, weil es einfach die Zukunft ist. Also, das war die heutige Show Bitcoin Informant. Ich hoffe, hat dir Spaß gemacht. Wenn dir das Video gefallen hat, hey, gib mir ein Like, ein Thumbs up, teile das Video, markiere deine Freunde und ich würde sagen, wie immer, mach es gut, schwenk den Hut und im Bitcoin we trust. Ciao, ciao.